Janu-Vakra-Matsyasana, der Fisch mit gebeugten Knien, vorgeführt von Kendra. Ausgangsposition ist die Rückenlage, auch genannt Shavasana. Von hier ausgehend beuge die Knie und halte die Fußsohlen auf dem Bodenfersen in der Nähe des Gesäßes. Dann gib die Handflächen auf den Boden und hebe den Brustkorb hoch und den Kopf nach hinten. Du kannst dabei entweder die Hände neben dem Gesäß geben oder du kannst dich auch auf die Hände draufsetzen. Wölbe den Brustkorb so hoch, wie du kannst. Hier hast du eine starke Öffnung von Brustkorb und Kehle, aktivierst du Anahata und Vishuddha Chakra und gleichzeitig ist der Bauch leicht komprimiert. In dieser Stellung ist also nicht die vollständige Öffnung von Bauch bis Kehle, sondern hier ist die Öffnung vor allem in Herz und Kehle spürbar. Probier es aus und schreib doch in die Kommentare deine Erfahrungen mit Janu-Vakra Matsyasana. Und wenn dir das gefällt, dann klicke auf Daumen hoch oder Gefällt mir. Alle Variationen von Matsyasana findest du in der Yoga-Vidya-App sowie auf www.yoga-vidya.de.